Disziplin sind der Ausdruck der Kraft, die im Blut eines Vampirs, seiner Vitae, steckt. Jeder Vampir verfügt über mehrere Disziplinen, deren Kräfte er allerdings mit der Zeit erst erlernen muss. Je erfahrener er ist, desto mehr Kräfte einer Disziplin kann er erlernen und je mächtiger sein Blut dabei wird, desto größer kann der Effekt sein. Hallo, ich bin Dustin. In diesem Video erkläre ich euch, was ihr bei der Charaktererschaffung und beim Steigern eurer Disziplinen wissen müsst. Außerdem erkläre ich euch, was es mit Blutmacht auf sich hat und mit Kombinationsdisziplinen. Und im Anschluss werde ich euch die verschiedenen Disziplinen einmal im Kurzüberblick vorstellen. Am Anfang bei der Charaktererschaffung legt ihr euch auf drei Disziplinen fest, was davon abhängt, für welchen Clan ihr euch entschieden habt. Ihr erhaltet in einer dieser Disziplinen 2 Punkte und in einer anderen 1 Punkt. Wenn ihr später eine eurer Disziplinen steigern wollt, dann müsst ihr darauf achten, dass ihr die passende Blutresonanz in eurer Vitae habt. Ihr müsst also vorher ein passendes Opfer finden, von dem ihr trinkt, damit ihr eine Disziplin überhaupt steigern könnt. Um einige Disziplinskräfte lernen zu können, braucht ihr einen Lehrmeister. Vor allem dann aber braucht ihr einen Lehrer, wenn ihr eine ganz neue Disziplin erlernen wollt. Dann müsst ihr von diesem Blut trinken und einen Blutsband aufbauen. Außerdem müsst ihr die passende Resonanz in eurem Blutkreislauf haben. In den verschiedenen Disziplinskräften ist die V5 flexibler geworden. Euch stehen jetzt in der Regel mehrere Optionen zur Verfügung, was für eine Kraft ihr pro Stufe in einer Disziplin nehmen wollt. Dabei könnt ihr sogar entscheiden, ob ihr 2-mal eine Kraft derselben Stufe nehmt. Das heißt also, wenn ihr eine Disziplin mit 2 Punkten versehen wollt, könntet ihr 2 Stufe 1 Kräfte dazu nehmen, hättet dann aber keine Stufe 2 Kraft. Beim nächsten Steigern könntet ihr euch dann entscheiden, ob ihr dann eine Stufe 2 Kraft dazu nehmt oder ob ihr die nun freigeschaltete Stufe 3 Kraft nehmt. Allerdings solltet ihr an der Stelle bedenken, ihr könnt für jede Stufe nur eine Kraft auswählen. Bedeutet, wenn ihr bestimmte Stufen überspringt, könnt ihr euch später vielleicht nicht mehr alles aussuchen, was ihr haben wollt, wenn eine vorherige Kraft eine Voraussetzung für eine spätere Kraft ist. Was ihr nicht machen könnt, sind mehrere Stufe 5 Kräfte zu erreichen, denn ihr könnt nur einmal auf Stufe 5 kommen. Jeder Punkt kostet dementsprechend auch die Kosten einer Stufe, unabhängig davon, ob ihr eine schwächere Kraft gewählt habt. Je nach Spielleiterentscheid kann das also bedeuten, dass ein Vampir bestimmte Kräfte nicht mehr erlernen kann, wenn er die Stufe 5 einmal erreicht hat. Allerdings ist es im Buch als eine Formulierung mit normalerweise festgehalten. Das heißt also, eure NPCs können das durchaus können, eure Spieler sollten das in der Regel aber nicht machen können. Kommen wir zu den Kombinationsdisziplinen. Kombinationsdisziplinen ergeben sich aus 2 verschiedenen Disziplinen. Ihr bekommt zwar nur in der einen Disziplin einen Punkt dazu, in der ihr steigert, um auf den Level zu kommen, in dem eine Kombinationsdisziplin freigeschaltet wird, aber in der anderen Kraft müsst ihr diesen Level, der dort angegeben ist, bereits erreicht haben. Wenn dort also stehen sollte auf Stufe 3, dass ihr Voraussetzung einer anderen Disziplin auf Stufe 2 habt, dann müsst ihr diese Voraussetzung erfüllen, sonst könnt ihr die Stufe 3 Kraft nicht nehmen. Alternativ steigert ihr also erst einmal die andere Kraft, um die Kombinationsdisziplin für euch freizuschalten. Was ist noch wichtig zu wissen? Ihr könnt pro Runde nur eine Disziplin aktivieren. Allerdings heißt das nicht, dass nicht gleichzeitig mehrere Disziplinskräfte aktiv sein können, die ihr in verschiedenen Runden jeweils aktiviert habt. Disziplin aktiviert ihr in der Regel als Aktion bzw. als Reaktion. Sie wirken somit nicht rückwirkend. Was müsst ihr über eure Blutmacht in Bezug auf eure Disziplinen wissen? Halbiert den Wert eurer Blutmacht und diese Zahl abgerundet erhaltet ihr als zusätzliche Würfel für euren Würfelpool, wenn ihr Disziplinskräfte damit aktiviert. Und damit sind wir auch schon bei den verschiedenen Disziplinen angekommen. Wir beginnen mit Auspecks, der übernatürlichen Wahrnehmungsdisziplin. Bereits auf frühester Stufe können ihre Anwender ihre Sinne weit über das Menschenmögliche hinaus erweitern. Höhere Stufen dieser Gabe ermöglichen es, Gedanken zu lesen, Augen zu sehen, Lügen, Fallen oder Tarnungen zu durchschauen und sogar den eigenen Körper zu verlassen, um im Geist eines anderen mitzuschwimmen. Beherrschung bricht nicht nur den Willen eines Opfers, sondern sie ermöglicht euch auch, dessen Entscheidung zu lenken.
Außerdem kann man mit ihr Erinnerungen löschen, verändern oder ersetzen. Auf höchster Stufe kann sie sogar den Überlebenswillen eines Wesens außer Kraft setzen. Blutmagie ist in Kräfte und Rituale unterteilt. Die Kräfte funktionieren ähnlich wie andere Disziplinskräfte, aber die eigentliche Macht der Disziplin geht aus ihrem Zugang zu Ritualen hervor. Diese machen die Blutmagie nicht nur sehr gefährlich, sondern auch vielseitig. Während die Kräfte meistens sehr tödlich sind, sind die Rituale häufig zum Schutz und zur Recherche gedacht, sodass einem Blutmagie-Anwender kaum Wege verschlossen bleiben. Dünnblütige Alchemie ist der Versuch, aus der eigenen schwachen Vitae das Beste herauszuholen, indem sie mit verschiedenen Ingredienzien und dem frischen Blut menschlicher Gefäße und der darin befindlichen Resonanz vermischt wird. Das Ergebnis? Ein höllisch vielseitiger Cocktail, aus dem einiges mehr rausgeholt werden kann, als die richtigen Vampire es sich eingestehen wollen. Geschwindigkeit ist eine übermenschliche Beschleunigung des Körpers und des Geistes des Anwenders. Das macht diesen geschickter, er kann schneller reagieren und viel präziser zuschlagen und auf höchster Stufe sogar eure Spielleiterentscheidung beeinflussen. Gestaltwandel ist die Fähigkeit, euch tierische Eigenschaften zu eigen zu machen oder euch sogar komplett zu verwandeln. Außerdem kann man sich auf höherem Level, wenn man die entsprechende Kraft gewählt hat, sogar zu Nebel machen, der gegen den meisten Schaden immun ist und nahezu alles durchdringen kann, ohne eine tatsächliche Gefahr verweht zu werden. Präsenz. Du willst andere Leute bewegen, egal ob zu dir hin oder von dir weg, dann ist das deine Kraft. Du kannst andere von dir überzeugen, sie dir vollends zu Willen machen, aber sie genauso von dir fernhalten oder so sehr verschrecken, dass sie dir nicht in die Quere kommen. Außerdem kannst du mit einer speziellen Stufe 5 Kraft ein hervorragender Influencer oder YouTuber werden. Seelenstärke hilft dir, körperliche und/oder geistige Schäden abzuwehren und hält dich besser am Unleben, als die meisten Armeen es könnten. Viele Anwender von Seelenstärke wissen, dass sie schwer klein zu kriegen sind und können sich auf tatsächlich so etwas Ähnliches wie Unsterblichkeit berufen. Alle anderen sind nämlich so zerbrechlich wie ein rohes Ei in der World of Darkness. Stärke ist nicht nur dafür gedacht, Dinge kaputt zu machen, sie ermöglicht es dem Anwender auch, besondere Kraftakte zu vollbringen. Tierhaftigkeit beruht auf der Symbiose zwischen Tier und menschlichem Teil im Inneren eines Vampirs. Sie ermöglicht es, die schwer zu unterdrückenden Instinkte zu kontrollieren, sowohl die eigenen als auch die Fremder. Und sie kann auch genutzt werden, um mit Tieren zu sprechen, diese zu befehligen oder anderweitig für sich zu nutzen. Und wenn man es möchte, kann man sogar das eigene Tier ausbrechen lassen, um eine andere Person zu befallen und diese in Raserei zu versetzen. Verdunklung ist die Disziplin, die ihr braucht, wenn ihr euch tarnen wollt, verstecken wollt, übersehen werden wollt oder euch als jemand anderes ausgeben wollt. Verdunklung ermöglicht es, von anderen nicht wahrgenommen zu werden, aber auch andere Wesen oder Objekte aus der Wahrnehmung Dritter zu entziehen. Wenn ihr jetzt gespannt seid, wie die verschiedenen Disziplinskräfte funktionieren, dann schaut euch meine nächsten Videos an. In den kommenden Wochen werde ich alle Disziplinen vorstellen und die verschiedenen Kräfte kurz erläutern. Außerdem werde ich euch erklären, was ihr wissen müsst, worauf ihr achten müsst, welche Gefahren damit einhergehen. Wenn ihr also nichts verpassen wollt, dann abonniert meinen Kanal, damit die Videos euch auf jeden Fall erreichen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, großartige Abenteuer und wir sehen uns im nächsten Video.